Der nächste Notruf erreicht Christian Reuter aus einem Spielwarengeschäft. 1532 vom 01. 1532 hört. Fahrt in die Sülzburgstraße zum dortigen Spielwarengeschäft. Da meldet die Frau Frerichs, eine männliche Person, die im Laden randaliert. Die Sonderrechte trage ich euch ein. Ja, wir sind ganz in der Nähe. Übernehmen. Als Stefan Sindera und Paul Richter im Spielwarengeschäft eintreffen, fehlt von dem Randalierer zunächst jede Spur. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Sindera, mein Name. Richter. Felix, ich hatte Sie angerufen. Randale wurden gemeldet hier. Ja, ich hatte hier gerade so einen ganz komischen Typen im Laden. Ja. Der hat, also ich weiß auch nicht, der war irgendwie total neben der Spur, hat, ist raus, hat auch noch was mitgenommen. Und zwar, der hat also hier sämtliche Stofftiere auf dem Boden aufgereiht. Und ja, ich habe natürlich gesagt, er soll das bitte lassen, ne? Und, aber der hat überhaupt nicht reagiert. Ich habe den ein paar Mal angesprochen, aber ich habe das Gefühl gehabt, der hat mich überhaupt nicht verstanden. Und es geht natürlich nicht. Und dann habe ich ihn dann nachher so am Arm angefasst, ne? Damit er es lässt. Und dann hat er so nach mir geschlagen und den Tisch rumgeschlagen und war auch ziemlich aufgebracht. Und dann hat er sich so eine Spielzeugkatze genommen, ungefähr so groß, und ist dann rausgelaufen. Das heißt, die hat er direkt mitgenommen? Ja, die hat er mitgenommen. Gut, ne? Das heißt, nee, wir müssen dann unseren Einsatz erweitern, weil wir dann auch einen Diebstahl mit dabei haben. Ne? Die hat er mitgenommen. Jetzt haben Sie auch gesagt, Sie sind geschlagen worden. Haben Sie da was abbekommen? Nee. Also der hat so ausgeschlagen, aber der hat mich nicht getroffen. War der denn alkoholisiert oder haben Sie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie... Nee. Oder neben sich stehen vielleicht... Ja, also ich habe ihn angesprochen, aber er hat... auch mich nicht angesehen und er hat irgendwie nicht reagiert. Der hat irgendwie so getan, als würde der mich überhaupt nicht verstehen. Ne? So als, weiß ich auch nicht. Verstehen, also, weil es nicht, Entschuldigung, wenn ich so nachfrage, weil es bei ihm nicht ankommt oder weil er eine andere Sprache spricht? Nee, weil das bei ihm nicht ankommt. Schießt mir direkt was. Also der war irgendwie... Aber war ein erwachsener Mann, ne? War kein Kind? Ja, der war ungefähr 20, schätze okay. Ich den. Ne? Pass auf, ich schreibe das eben auf, lass eine Personenbeschreibung geben, dann soll ich mal bei Arnold. Mach es erstmal. Ja? Ganz seltsam. Frau Friede, ich brauche erstmal einen Ausweis von Ihnen, bitte. Ja, Augenblick. Das wäre super. Aus meinem Portemonnaie. Also, wie gesagt. Aber außer der Katze ist nichts verschwunden. Nee, außer der Katze. Also, ich hatte das Gefühl, dass der sich die ausgeguckt hat, so ein bisschen. Ja. Und wie gesagt, ich hätte den auch von der Katze nicht mehr abkriegen können. Also, der war richtig. Frau Friedrichs, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Ganz seltsam. Also als hätte der sich irgendwas eingefahren. War das denn jemand, der schon mal hier war im Laden oder haben Sie den das erste Mal gesehen? Erste Mal gesehen. Ja. Und Sie waren auch alleine mit dem Herrn im Laden? Ja, und darum habe ich Sie auch angerufen direkt. Der war mir schon ziemlich unheimlich. Ne? Haben Sie hier im Laden zufällig eine Kamera, wo leider man das Ganze nicht. Noch mal sehen Nein, könnte? Nein, leider nicht. Versuchen Sie mal, dem Kollegen eine Beschreibung abzugeben, wie der junge Herr gekleidet war, Auffälligkeiten. Ja, können wir gerne machen. Also der war ungefähr so, ja, ich sag mal knapp 1,80, schmal, mittelblonde Haare und der hatte so eine sehr auffällige Jacke an, so schwarz-weiß kariert. Okay. Die erhaltene Personenbeschreibung gibt Polizeioberkommissar Stefan Sindera umgehend an die Leitstelle weiter. Ja, das hat der 01 so mit. Lass doch jetzt hier los. Einfach mal die Faxen in Ruhe lassen hier. Jetzt ist gut. Verstoß BTM, von dem kannst du alles kaufen. Ja? Deswegen Idee. Und dann mach hier jetzt so eine Winde, Allah, komm mit. Vorwärts. Unterdessen machen sich Paul Richter und Stefan Sindera auf die Suche nach dem auffälligen Mann aus dem Spielwarengeschäft. Hallo, hier ist die Polizei. Hallo? Polizei ist hier. Ein schönes Kätzchen hast du da. Hast du das vielleicht gerade von da vorne aus einem Spielwarenladen mitgenommen? Und da hast du vielleicht vergessen zu bezahlen? Ja. Wie heißen Sie denn? Ich bin der Benni. Benni, guck mal, ich bin der Paul. Sollen wir mal zusammen zu unserem Auto gehen? Dann zeige ich dir mal einen Streifenwagen. Willst du mal angucken? Ja. Einmal gucken? Ja. Wollen wir die Katze mitnehmen? Ja. Ja, komm, dann probieren wir das mal. Haben Sie, ein Portemonnaie oder sowas da? Nichts dabei? Darf ich mal in Ihre Tasche gucken? Ja, da hast du.
Ich guck mal eben nach Personalien. Ne? Die ist aber süß, die Katze, ne? Ist nur eine Flasche Wasser drin. Eine Flasche Wasser. So eine liebe Katze, ne? Ja, das ist er. Haben wir erkannt? Ja, das ist er zurück. Und das ist auch die Katze. Ja. Das ist kann ich die direkt wieder mitnehmen, oder? Waren Sie mal gerade ab. Nee, die behältst du jetzt erstmal, ne? Ja. Wir regeln das gleich, Frau Fels. Wir vermuten jetzt einfach mal, dass das vielleicht ein Autist ist. Wenn wir dem jetzt eine Sache wegnehmen, dann kann das sein, dass das jetzt ein Riesentrara hier gibt. Ja? Okay. Die Katze bekommen Sie auf jeden Fall wieder. Mhm. Nur wenn wir ihn jetzt auf die Dienststelle mitnehmen, ja, da klären wir alles Weitere. Mhm. Versuchen wir auch, das Kätzchen dann loszualsen. Und das können Sie dann da entweder abholen. Ja? Oder wird, also kann, Sie kann behalten. Ja? Ah ja, kann er behalten. Also Sie bekommen das eigentlich auf jeden Fall wieder. Mhm. Ja? Also von der, wir wollen jetzt nur erstmal den ganzen Sachverhalt klären. Mhm. Ja? Also Sie sehen ja selber. Ja, nee, unter den Umständen kann er es behalten. Gut. Alles gut. Oh, jetzt hat die Katze schön warm, ne? Benni, sollen wir den gleich mal Streifenwagen angucken? Hast du eben ja gesagt? Wollen wir gleich mal von innen schön. Können wir einmal mit Blaulicht anmachen, vielleicht mal einmal Tatütata kurz. Ja. Ist lustig. Ja. Ja, einmal machen. Willst du ihn jetzt direkt so mitnehmen oder nochmal körperlich durchsuchen? Ich würde ihn jetzt nicht durchsuchen. Allein, wenn du überlegst, dass Personen so im Zustand auf Berührung mega aggressiv oder mega panisch reagieren können. Wir haben uns gleich in Lage eingeladen, nur weil wir versuchen, den abzutasten. Der wirkt absolut authentisch und nicht gefährlich auf mich. Das heißt, wenn wir jetzt durchsuchen, gehen wir eher das Risiko ein, dass wir zu viel machen. Der ist guten Willens und will gleich in den Streifenwagen. Lass ihn so mitnehmen und setz dich daneben. Alles weitere auf der Wache. Speziell, weil wir hier vor Ort keine Untersuchung durchführen konnten, ist es sinnvoll, das unter Umständen auf der Dienststelle nachzuholen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so Sinn macht, je nachdem, wie das Vertrauensverhältnis gleich zwischen uns ist, ob wir das versuchen können. Ansonsten werden wir auf der Wache versuchen, weitere Kontaktinformationen herauszubekommen und das natürlich mit etwas Feingefühl und dann versuchen, den Benni wieder dahin zurückzubringen, wo er eigentlich hingehört, und zwar nach Hause. Auf der Fahrt zur Wache gehen die Beamten weiterhin sehr sensibel mit dem jungen Mann um. Die kleinste Aufregung könnte zu einem erneuten Ausbruch führen. So, einmal rein. War doch schön im Streifenwagen, ne? Ja. So, da ist der junge Mann, das ist der ehemalige Randali. Haben ein Problem gehabt, stellte sich raus, der hat keinen Ausweis dabei. Hat hier aber eine Katze mitgehen lassen, die Anzeige dafür wird fallen gelassen. Wir haben aber den Verdacht, dass es sich hier um Autisten handelt. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit zur personalen Feststellung vor Ort gehabt und haben gesagt, komm, dann führen wir ihn mit zur Dienststelle und machen hier die EDF. Ja, okay. Ja, versuchen wir. Ja, und sich reinsetzen. Magst du vielleicht die Jacke ausziehen? Ich nehme die dann, ja? Okay, super. Ich habe hier irgendwas gesehen. Ah, tatsächlich. Hier. Hier steht eine Nummer drin mit deinem Namen. Von Mama. Ist von Mama die Nummer? Mhm. Ah, okay. Weißt du denn jetzt auch, hier steht ja Benni, wie du weiter heißt? Benni von Buren. Benni von Buren. Mhm. Okay. Lass ich dich jetzt noch mal einen Moment kurz alleine, ja? Okay. Ja. Haut. Gucken, dass ich hier. Ja. Der hat jetzt hier in der Jacke, hatte der eine Nummer mit drin, ne? Und der hat gerade gesagt, das ist von seiner Mutter. Und pass auf, und er hat im Effekt hat er auch seinen Nachnamen gesagt. Er ist Benni van Buren. Ich würde vorschlagen. Pass auf, ich schreibe eh was, dann gucke ich mal, dass ich die kriege. Ruf die einfach mal an. Ja? Ja, geht doch vorwärts. So, ist er? Moin. Schönen guten Tag. Was können wir für Sie tun? Und zwar wollte ich eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ah, okay. Nehmen Sie bitte noch einen Moment Platz. Okay. Ja, da vorne. Benni! Mensch, warum bist du denn hier? Ich bin mit Polizei. Ich hab mir Sorgen gemacht. Kennen Sie sich? Ja, klar, das ist mein Bruder. Ach, das ist Ihr Bruder? Ja. Okay, weil wir sind gerade mit ihm hier zur Wache gekommen. Der war völlig alleine. Der war in einem Spielzeugwarenladen. Da hat auch die Katze her. Habe ich mich schon gewundert, dass er denn nicht das Fell schon abgestreichelt hat. Auf jeden Fall, die Katze hat er halt dort geklaut. Und dann war er nachher am Spielplatz mal völlig alleine. Ne? Und was ich mich frage, von seinem ganzen Verhalten, ist er Autist? Ja, der hat Autismus. Ja. Hat Autismus. Deswegen, ich war wegen ihm ja auch hier. Ich wollte wegen ihm die Vermisstenanzeige aufgeben, weil er ja auf einmal weg war. Wir waren in der Stadt und ich habe zu ihm gesagt, er soll warten kurz. Ich gehe auf Toilette und dann auf einmal komme ich wieder raus und dann ist er weg. Deswegen bin ich auch hier, wegen ihm. Okay, aber Sie können natürlich so einen jungen Herrn nicht alleine lassen, gerade wenn er unter so einer Krankheit leidet. Nein, ne? Ist mir ich habe die Mutter von Buren erreicht. Frau von Buren war
erleichtert, dass es dem jungen Mann gut geht. Darüber hinaus war sie etwas erschüttert, dass er allein unterwegs war, aber sie ist auf dem Weg hierhin und ja. Will ihn gleich abholen. Muss ich dir unterbrechen, er war nicht allein unterwegs, er war mit dem jungen Herrn unterwegs, das ist nämlich sein Bruder. Und der ist jetzt hierher gekommen, weil er eine Vermisstenanzeige aufgeben wollte. Ne? Also ist er eben ausgebüxt? Ja. Hatte ich gerade Ihren Kollegen schon erklärt. Kann passieren. Aber wie gesagt, ich habe Ihre Mutter gerade am Telefon gehabt, ich habe Kollegen gerade gesagt, und die ist jetzt auf dem Weg hierhin und würde sie dann beide augenscheinlich in Empfang nehmen. Benni, wir können ja jetzt auch gehen, weil dann können wir unserer Mutter das ersparen den Weg. Ich meine, sie wird jetzt auch. Ja, nee, jetzt habe ich es angewiesen, sie ist auf dem Weg, die will jetzt auch hierher kommen. Also ich blase das jetzt nicht von hinten wieder ab, das macht keinen Sinn. Ich meine, ich kann auch anrufen, so ist ja, das ist jetzt kein Problem. Ja, können Sie ja nachher machen. Also wie gesagt, grundsätzlich habe ich jetzt hierher bestellt und die ist auf dem Weg hierhin, von daher. Ach, guck mal, wer da ist. Gerrit, mein Freund. Kennst du dich? Ja, natürlich. Habe ich die ganze Scheiße verlangt, oder was? Kennst du mal gerade? Nee, ganz ruhig. Ganz ja, aber es guckt denn so scheiße? Ja, sind Sie mal Stille jetzt. Ja, erst Rum bei mir kaufen und jetzt auch schon die Tuna. Den haben wir eben im Park festgenommen. Der hat hier Marihuana vertickt an alle möglichen Leute. Da hat er noch andere Sachen gehabt. Ja, Nino. Aber die scheinen sich ja wohl zu kennen. Ja, sind ja Nino verkauft? Ja, natürlich, ja, Gerrit. Kenn ich gar nicht. Ja, woher weiß ich deinen Namen, hä? Erst haben wir kaufen und dann will ich in die Scheiße reiten, oder was? Ja, pass auf. Wir gehen jetzt mal rauf zu Karbacher, die haben sicher noch ein paar Fragen und alles weitere klärt sich dann. Los, Karbacher. Komm gleich nochmal auf. Einfach folgen. Ja. Dann würden wir jetzt mal erstmal ein bisschen Ausweis von Ihnen sehen, damit ich weiß, wer Sie sind. Im Weiteren, wenn Sie dann so angeschuldigt werden durch den jungen Mann hier, Dankeschön, dann würden wir erstmal einen Drogentest hier auf der Dienststelle anbieten und dann gucken, wie der verläuft. Ja, das ist einfach schon super. Ich sehe gerade, Nachname ist Trippen. Das heißt, Sie haben nicht den gleichen Nachnamen, sind aber trotzdem verwandt. Ja, klar. Also kann ich auch erklären, mein Bruder hat den Namen der Mutter angenommen und nicht von meinem Vater, weil die sind geschieden. Und okay, alles klar. Der Bruder heißt Van Buren. Ja, ja, ich habe mit der Mutter telefoniert. Moin. So, einmal folgen, hier links Platz nehmen. Jawohl. So, dann machen wir einmal einen Drogentest. Ich kenne kurz, wie es geht. Es ist ein Drogenschnelltest, funktioniert über Speichel. Ich versuche den bei Ihnen mal zu platzieren. Das heißt, Sie kauen hier auf diesem Schaumstäbchen rum, einmal den Mund öffnen. Genau, und jetzt so ein bisschen, genau, locker leicht. Das reicht schon, Dankeschön. Test dauert so circa 2 bis 5 Minuten. Der wird uns gleich sagen, wie lange beziehungsweise wann, nicht wie lange, sondern wann und ob Sie etwas konsumiert haben. Chef, ja? Kommst du einmal dazu, kurz Durchsuchung. Ja. So, dann stehen Sie einmal bitte kurz auf. Okay. Und stellen sich bitte hier an die Wand. Mit dem Gesicht zur Wand. Genau. Einmal Liebe zum Verein. Auch wenn es nicht hier ist, mal ein bisschen und die Beine noch aneinander machen. Okay. Ganz locker die Hand lassen. Haben Sie noch irgendwo versteckt, irgendwelche Sachen in den Hosentaschen? Hm. Ja. Halt. Den Schlüssel. Okay, können Sie mal Platz nehmen? Gut. Kann man mal wiegen, ne? Ja. Die Zeit ist rum. Ne? Wie man sieht, sind Sie positiv auf THC. Der Rest ist negativ. Kontrollstreifen aktiv. Opiate nein. Amphetamine nein. Methadon nein. THC. Meth nein. Kokain auch nein. Wann das letzte Mal? Habe ich nicht genommen. Haben Sie nicht genommen? Deshalb was anderes. Also, okay, dann zur Sache für Sie. Sind beschuldigt im Strafverfahren. Das ist Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Schreiben wir gegen Sie, bekommen Sie Post. Sie müssen nicht hier bleiben, da Sie einen Ausweis ja dabei haben, um Sie klar zu identifizieren. Schauen Sie nur, dass Sie demnächst Ihren Briefkasten hier machen. Genau, der Wahlsam zurück, Ausweis ja, auch. Zurück. Willst du ihn noch hier behalten, bis jetzt? Wollen Sie noch warten, bis Ihre Mutter hier ist? Oder, Ich würde am liebsten mit meinem Bruder jetzt gehen. Ja, Sie müssen warten, bis Ihre Mutter kommt. Ja, der Kollege hat es ausgeführt. Alles andere ist nicht, ne? Pass auf, dann setze ich mit raus und dann. Ja. Ne? Ich komme hinterher direkt. Okay. Kommen Sie mit? Ja. Okay, Herr Trippen, setzen Sie sich noch einen Moment dahin. Ja. Ja. Hallo, guten Tag. Van Buren ist mein Name. Sie haben mich angerufen. Van Buren. Sie meinen Sohn aufgegriffen haben. Der Kollege
Ja, aber schönen guten Tag. Ihre beiden Söhne sind nämlich hier. Wie zwei Söhne? Benni, was ist denn los? Geht's dir gut? Geht's gut. Alles gut? Ich weiß, der ältere Bruder sollte auf den jüngeren aufpassen, aber... Entschuldigung, mit dem habe ich nichts zu tun. Das ist der Pfleger von meinem Sohn. Ach, die sind gar nicht Brüder? Nein, um Gottes Willen. Das ist der Pfleger von meinem Sohn. Der soll auf meinen Sohn aufpassen. Also uns gegenüber hat er angegeben, dass er der Bruder ist. Also so habe ich das auch an die Kollegen weitergegeben. Haben sie uns da Mist erzählt? Scheinbar. Ja, scheinbar. Haben sie das dem Kollegen auch gerade so gesagt? Als Bruder ausgegeben? Ja. Paul, kommst du mal bitte? Die Frau von Buchen ist gekommen, jetzt um den Benni abzuholen. Und die sagt, sie hat nur einen Sohn. Ja. Das heißt, er ist der Pfleger, ist von ihr angestellt worden, ne? Ja, haben sie uns an der Nase umgeführt. Ja gut, Adresse von dem haben wir bekommen. Also worum es eigentlich geht, Frau von Buchen, entscheidend für uns ist, dass Sie wissen, was vorgefallen ist. Die beiden hätten zusammen, so wie ich das verstanden habe, unterwegs sein sollen, angetroffen wurde von uns nur der Benni. Am Telefon habe ich Ihnen erklärt, was dazwischen vorgefallen ist. Entscheidend hierbei ist, dass Sie vielleicht wissen, dass der von Ihnen bestellte Pfleger hier in eine Straftat verwickelt war und während der Zeit, in der er hätte seine Aufsichtspflicht wahrnehmen sollen, negativ aufgefallen ist, beziehungsweise was anderes gemacht hat, was letzten Endes zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt hat, den Marihuana konsumiert. Sag mal, wie verantwortungslos bist du eigentlich? Wir lassen den Benni alleine da sitzen? Weißt du, was passieren können hätte? Das war nur das eine Mal. Ja, nein, also die fristlose Kündigung, die ist dir gewiss. Ja. Also da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu sprechen. Den haben Sie also privat angestellt, ne? Ja. Den Jungen. Ja gut, alles klar. Mit Benni jetzt aber... Ja, ja, von meiner Seite aus sind Sie entlassen, natürlich, klar. Ja. Dann gehe ich schreiben. Okay. Ne? Er hatte noch eine Jacke bei. Bring ich Ihnen? Habe ich schon gelegt. Wie gesagt, er hat seine Sorgfaltspflicht verletzt, der Pfleger. Ich weiß nicht, wie lange ist er schon bei Ihnen tätig? Sind schon einige Monate. Also ich dachte, ich kann mich fest auf ihn verlassen. Dass Sie da einfach dann nochmal bei dem Pflegedienst Bescheid sagen, ne? Das ist gut mit der Nummer, hat uns sehr geholfen, ne? Sonst hätten wir Sie gar nicht anrufen können. Lass mal anziehen, die Jacke. Ich bezahle jemanden oder engagiere jemanden, damit er sich um meinen Sohn, um meine Katze, um meine Pflanzen kümmert. Und gehe natürlich gutgläubig, wie ich bin, davon aus, dass der auch zuverlässig ist und dass der auch seinen Job pflichtgerecht und pflichtgemäß erfüllt. Wenn das nicht passiert, dann kann ich nicht sagen, ja gut, da hätte die Mutter aber besser aufpassen müssen. Das ist Quatsch. Also irgendwo müssen auch Grenzen sein. Man kann keinem hinter die Stirn gucken. Und wenn sowas passiert, sollten wir zumindest im Kopf behalten, wie gefährlich sowas sein kann. Die Katze hat er geschenkt bekommen. Von der Dame in einem Spielwarenladen, weil da hat er das Kätzchen einfach mitgenommen und ist dann halt rausgegangen, ohne zu bezahlen. Aber die Dame war halt so nett, dass sie ihm die geschenkt hat. Ja? Geben Sie mir noch mal die Adresse dann bitte. Ja, geben wir dann auch. Ja. Gut. Kommst du bitte? Mhm. So, tschüss, mach's gut, liebe Dame. Okay, ja, ich schreib mal, ne? Ja, ja. Sorgfaltspflicht. Mhm. Danke. Na, danke. So, der Herr. Sie können eigentlich auch gehen. Sie bekommen Post, ja? Hat Ihnen der Kollege wahrscheinlich gesagt. Ausweis und so, haben Sie alles? Hab ich alles. Okay, gut. Neuen Job können Sie sich wahrscheinlich suchen. Ja, wahrscheinlich. Ja? Gut. Hoffentlich sehen wir uns nicht wieder. Ja. Tschüss. So. Okay. Macht euch noch einen schönen Abend. Das könnte ein Abend werden, an den ich mich nicht mehr lange erinnere, ne? Schnauze auch voll für heute. Harte Sache, ne? Mit dem Typus hier. Ich finde hart für die Mutter ein hartes Brot, ne? Ja, aber angestellt und die hat es sowieso schwierig, ne? Mit ihr ottisches Kind und hin und her und du weißt ja, wie das ist. Letzten Endes bleibt die meiste aber dann trotzdem an ihr. Dann hast du noch eine Vertrauensperson, die dich da irgendwie mehr oder weniger hintergeht. Du hast ja nett mit ihr gesprochen, nett war es aber, ne? Die war super nett, ne? Und ich glaube auch, dass sie diesem Pfleger da vertraut hat, ne? Ja. Aber der hat natürlich eine richtig dreiste Masche abgezogen, ne? Der wird keinen Job mehr kriegen, denke ich. Ja, da werden wir was Anständiges zu schreiben. Ja, ja, das geht dann morgen raus und dann war es das für ihn. Weil sowas geht gar nicht. Ja, nee, ist zu hart, finde ich auch. Aber auf den Schreck gehen wir jetzt schön... Feierabendbierchen. Kölsch. Warum wusste ich das? Chef, ich weiß auch nicht, du hast halt hellseherische Fähigkeiten. Ich muss euch da einen Strich durchrechnen, weil ihr müsst ein Auto besetzen. Auf der Straße 241 haben wir Einbruch TO. Oh, das ist echt ernst. Gib Gas. Pass auf, drauf. Vielen Dank.